In diesem Video geht es nicht der Dreiecksumwandlung und starten wir jetzt mal hier die folgende Aufgabe, dass wir jetzt davon den Gesamtwiderstand ausrechnen wollen. Und wir sehen jetzt, ganz so einfach ist es jetzt nicht, weil wir haben jetzt hier keine Reihenschaltung, keine Parallelschaltung, also ganz so einfach ist es nicht. Und was wir jetzt eben machen können ist, dass wir jetzt hier diese drei Widerstände, die jetzt hier als Dreieck zusammengeschaltet sind, die können wir jetzt in einer Stern-Dreiecks-Umwandlung dann in einer Sternschaltung überführen und dann können wir anschließend die neue Schaltung dann einfach berechnen. Und dazu gehen wir zuvor, dass wir eben jetzt im ersten Schritt diese Schaltung hier mit diesen drei Widerständen in einer Sternschaltung überführen. Also jetzt mal ein bisschen skizziert, für die neue Schaltung jetzt so aussehen, ungefähr so, dass wir jetzt hier weiterhin den Widerstand haben. Es ändert sich ja nur hier in dem Bereich was und dann gehen wir unten und jetzt hier das Dreieck als Stern umgewandelt. Wird dann so aussehen, dass wir dann hier einen Widerstand haben, dann hier diese drei Widerstände dann jetzt so angeordnet haben. Und dann müssen wir noch hier den weiteren Widerstand berücksichtigen und ja, ein bisschen alles hingeschmiert. Das wäre dann jetzt hier die neue Schaltung und dann jetzt beschriftet. Wir sehen erstmal bei diesem Widerstand 8 Ohm verändert sich natürlich nichts. Hier 3 Ohm verändert sich auch nichts. Jetzt müssen wir hier achten, denn die Widerstände bei der Stern-Dreiecks-Umwandlung, die ändern sich natürlich und da gibt es komplexe Formeln. Jetzt ist es hier noch relativ einfach, weil hier sehen wir, dass wir jetzt dreimal den Gleichwert haben und dann gilt grundsätzlich, wenn wir jetzt die gleichen Widerstände haben, dann gilt jetzt, dass R-Dreieck gleich dreimal R-Stern ist. Das ist dann die vereinfachte Formel, sonst wenn wir unterschiedliche Widerstände haben, dann sind die Formeln komplexer und dann bedeutet das, dass jetzt umgestellt nach R-Stern gleich ein Drittel von R-Dreieck ist. Jetzt sehen wir hier R-Dreieck, hier in der Dreieckschaltung sind alles 6 um, 6 um, 6 um. Deswegen R-Stern ein Drittel davon. Also haben dann jetzt hier 2 um überall. Das heißt, das wäre erstmal die Bestimmung der einzelnen Widerstände. Und dann, um jetzt hier von dem Gesamtwiderstand zu bestimmen, da sehen wir jetzt, dass wir jetzt hier eine Parallelstellung haben, also ein Parallelzweig. Die beiden Widerstände in Reihe ergeben ja 10 Ohm, sind parallel zu diesen beiden Widerständen. Und dieser Parallelzweig nochmal ist in Reihe zu 2 Ohm. Damit können wir dann den Gesamtwiderstand ausrechnen. Deswegen nochmal hingeschrieben, hier 8 Ohm plus 2 Ohm sind 10 Ohm. Diesen parallel sehen wir hier zu diesen beiden Widerständen in Reihe, also dann parallel zu 3 Ohm plus 2 Ohm. Dementsprechend 10 Ohm parallel zu 5 Ohm. Und das Ganze am Ende noch plus 2 Ohm, denn das Ganze ist noch in Reihe zu diesen 2 Ohm Widerständen geschaltet. Und dann, klar, die beiden Widerstände parallel geschaltet, das müssen wir berechnen mit der Formel 10 Ohm mal 5 Ohm, kann ich nochmal hinschreiben, 10 Ohm mal 5 Ohm durch 10 Ohm plus 5 Ohm und dann plus 2 Ohm. Und dann kommt da raus, ich habe es ausgerechnet, 50 Ohm durch 15 Ohm ergibt 3,3 Ohm, jetzt abgerundet 3,3 Ohm, plus 2 Ohm ergibt jetzt gerundet 5,33 Ohm als Gesamtwiderstand. Also hier R gesamt 5,33 Ohm. Damit können wir das berechnen, jetzt mal relativ gleiche Aufgabe dazu. Und jetzt flicke ich noch hier meinen Mathe- und Chemie-Kanal, dann mache ich auch noch Lernvideos, falls ihr Interesse habt, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Und das war es dann damit zu diesem Video.